Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Angriff auf Kiew. Die russische Armee versucht weiter in die ukrainische Hauptstadt vorzudringen. Ein Geschoss schlug in ein Hochhaus ein. Die Behörden warnen vor Straßenkämpfen. Ukraines Präsident Zelensky veröffentlichte am frühen Morgen ein Video vor der Präsidialverwaltung in Kiew. Es seien viele Falschmeldungen im Umlauf. Er befinde sich nach wie vor im Land. Moskau blockiert UN-Resolution gegen Angriff auf die Ukraine. Russland hat bei der Abstimmung im Sicherheitsrat wie erwartet sein Veto eingelegt. China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich. 11 Staaten stimmten für die Resolution. Darin wird Russland zum sofortigen Abzug aus der Ukraine aufgefordert. Diskussion über weitere Sanktionen gegen Russland. Bundeskanzler Scholz berät heute in Berlin mit Polens Ministerpräsident Morawiecki und Litauens Präsident Nausėda. Diskutiert wird unter anderem, Russland aus dem Bankensystem SWIFT auszuschließen. Italiens Ministerpräsident Draghi unterstützt nach Angaben des sozialdemokratischen Parteichefs Letta eine solche Sanktion inzwischen. Viele Menschen auf der Flucht aus der Ukraine. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen haben im Land sich bereits Hunderttausende auf den Weg gemacht. Mehr als 120.000 sollen nach jüngsten UN-Angaben ins Ausland geflohen sein. Vor allem in EU-Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien und die Slowakei. Diskussion über Bundeswehretat. SPD-Fraktionschef Mützenich hat in der Neuen Osnabrücker Zeitung davor gewarnt, höhere Militärausgaben als alleinige Antwort zu sehen. Nötig sei eine bessere Zusammenarbeit in Europa. Bundesfinanzminister Lindner von der FDP hatte sich dafür ausgesprochen, die Mittel für die Bundeswehr zu erhöhen. Das Wetter: im südlichen und östlichen Bergland Schnee, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf von Westen her zunehmend Sonne. Höchstwerte 1 bis 10 Grad.